Viele erinnern sich an die Open-Air-Veranstaltung des letzten Jahres, eine königliche Nacht. Dieses Jahr soll diese Veranstaltung am 26.08. wieder auf dem Petriplatz stattfinden. Die Hauptdarsteller sind dieses Mal Dagmar Berghoff, Wilhelm Wieben, Horst Niebuhr. Musikalisch wird das Ganze begleitet von dem Jugendsinfonieorchester Schwerin. Uli Müller drehte im letzten Jahr über die Veranstaltung ein Videofilm. Als DVD ist diese Produktion jetzt im Handel. Wie all kennt der Haupt die alte Geschichte, die wuchs tut, überall in der Welt bekannt wird. Ja, das ist das Märchen von den Wettlaub zwischen den Hosen und den Zwienägeln, ob die Lütje heit wie wuchs tut. Und so gibt das nun noch eine neue Geschichte von Buxtehude, die handelt von der absonderlichen Reise von der englischen Königin Caroline. Und das ist ein Stück aus unter Dulkis. Die musst du nur glauben oder nicht. Aber so sind nun mal die Geschichten gut buchst du. Heutige Nachrichten werden den Tod der Königin Caroline des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland überbringen, deren Wunsch dahin gegangen ist, in Braunschweig in der herzoglichen Familie Gruft beigesetzt zu werden. Am 10. August 1821 verlebten die Buxtehuder einen ruhigen Sonntag. Für das darauffolgende Wochenende stand... der Auftakt des diesjährigen Schützenfestes auf dem Programm. Eigentlich die einzige Aufregung im immerwährenden Alltagstrott des kleinstädtischen Jahresablaufs. Niemand konnte daher etwas von den drohenden großen Turbulenzen der bevorstehenden Woche ahnen.